Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Death Skidmarks. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir fahren mal hier hin. Wir sind immer noch mit unserem Nahkampfbus unterwegs. Wie sieht's aus? Stufe 3 Nahkampf. 75. 50. 60, 60, dann ist ja klar, wo er hingeht. Wobei Geld ist ja nun wirklich nicht unsere Sorge momentan. Ah, wir sind von einem Gutbubbler letztens ein klein wenig gekocht worden. Ich hätte gerne selber so einen, muss ich dazu sagen. Und ja. Hm. 2000. Schauen wir mal. Upgrades brauchen wir für unseren Bus keine mehr. Eine Reparatur leisten wir uns mal, die ist billiger als das selber zu machen. Drogen, Nahkampfwaffen, First Aid. Eigentlich auch nicht so wirklich. Okay, dann machen wir das wie folgt. Du bekommst ab sofort das Scharfschützengewehr und ja, wir sind wieder unterwegs. Und es war sehr gut, weil... So, einmal bitte Vollreparatur. So ein Ding hätte ich auch allzu gern, aber ich würde auch die Nahkampfwaffen nehmen, muss ich dazu sagen. So. Es hat uns zwar kein Geld eingebracht, sondern nur gekostet, aber egal. Uha. Komm, stirb, den im Schützturm erwischen wir nämlich nicht. So, definitiv da. Nö, wir brauchen keine neuen Leute. Und ja, heilen wir halt die, die ein bisschen angeschlagen sind. Brauchen wir alles nicht. Waffenhändler. Gar nichts Besseres haben. Brauchen wir nicht. Fernkampf, Nahkampf ist abgegradet. Hier, das kannst du mal haben, für den Fall, dass wir nochmal einen mit diesem blöden Gutbubbler über den Weg laufen. Nö, ansonsten schlagen wir uns halt so durch. So. Das hätte einträglicher sein können, hat aber funktioniert. Und jetzt kommen noch mehr. Nee? Bin geringfügig überrascht. Stufe 3 für 65, egal wie. Hm. Nehmen wir. Ein Heckentrimmer oder... Was ist denn der Unterschied zwischen dem Vorschlaghammer und dem Hecken? Der Unterschied ist, ist mir natürlich schon irgendwo klar, aber... Reparatur brauchen wir keine. Upgrades haben wir alle. Ja. Nimm mal, du bist der Schwächste hier.
429 kriegen wir dafür. Und der kostet 1800. Machen wir das mal so. Im schlimmsten Fall war es jetzt nicht die optimalste Entscheidung. Schon zerlegt das Mistteil endlich. So. Was für eine Auswahl. Eigentlich egal, wie wir das Ding kaputt kriegen. Hauptsache, es geht kaputt. Boah. Okay, Helikopter oder Helikopter? Ach du meine Güte, der Christopher Curtis. Einmal auf die andere Seite, bitte. So. Jetzt können wir uns in aller Ruhe im Nahkampf um die kümmern. Ich will auch so eine Nerdwaffe. Wir nähern uns dem Ende. Das ist, glaube ich, gut zu wissen. Schade, da wäre noch mehr drin gewesen.
kann mal einer die Innereien von unserer Windschutzscheibe entfernen. Gut, dass wir das Reparaturpack haben. In nur eine Richtung zu schießen könnte eine eventuell etwas schlechte Wahl sein. Komm schon, Geek Brothers. Ich will auch so ein Morgenstern-Ding ziehen. Füllen wir mal auf. Verletzt ist ja keiner so richtig. Abdrängen. Irgendwie zerstören. Brauchen wir alles nicht. Noch eine Kettensäge. Und die ist sogar relativ erschwinglich. Reparatur brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Tickets. Und zwar zügig. Wir haben die ganze Zeit über schon kein einziges Ticket bekommen. Das liegt doch nicht etwa an dem Bus, oder? Das kann eigentlich gar nicht, aber egal. Mist, verdammter, das könnte natürlich sein. Wir schaffen es mit diesem Bus durch. Und kommen trotzdem nicht rein, weil wir keine Tickets bekommen, weil wir den Bus nicht freigeschaltet hatten. Das wäre ja überaus ärgerlich. Passagiere 4. Und generell Passagiere 3 für 65, das heißt, hier verdienen wir mehr mit. Braucht man nicht. Und wieder keine Tickets. Ich habe die arge Befürchtung, weil wir den Bus noch nicht freigeschaltet hatten, bekommen wir jetzt auch keine Tickets. Sprach er und bekam Tickets. Keine Maschinenkanone. Wahrscheinlich macht uns der Boss jetzt eh fertig. Die Sleazy Riders. Ganz ehrlich, ich versuche die nur von der Straße zu wischen. Ah.
komm. Wenn es Tickets gibt, dann brauchen wir definitiv mehr Tickets. Heilung braucht man nicht. Jobs. Fernkampf 3 für 75. Ja, bringt uns nichts. Nahkampf 3 für 75. Nehmen wir den. Ja, so. Waffen. Maschinenkanone. Da, das ist interessant. Wie kostet die? Reichlich. Ist aber egal. Nehmen wir mit. Die hat wenigstens genügend Wumms. Ah, ist wahrscheinlich billiger als selber zu machen. Ah, haben wir halt kein Geld mehr für. Ist aber auch nicht so wild. Kevlar... Nee, brauchen wir auch nicht. Ja, geht doch. Okay, nächster bitte. Komm schon, Tickets. Ah, endlich mehr. Brauchen wir alles nicht. Mitfahrer brauchen wir nicht. Mehr Jobs brauchen wir auch nicht. Waffenhändler, Garage, Reparatur brauchen wir nicht. 1500, nee, ist mir zu teuer. So. Jetzt möchte ich erstmal repariert haben. Ja, genau, ramm den, den du nicht zerstören kannst. Das ist ein guter Plan. Noch mehr. Genau, haut's euch gegenseitig um die Ohren. Wir zermetzeln einfach den, der übrig bleibt. Und zwar mit allem, was wir so an Waffen übrig haben. Ich komme denen ganz bestimmt nicht zu kurz, zu nah. Nicht gerade optimal, aber wir leben noch. Also nur mit Nahkampf ist das genauso wenig einfach und perfekt wie nur mit Fernkampf. Ach, schon wieder einer. Oh.
Da haben wir uns beinahe ein bisschen vom Bildschirm gedrückt. Ich habe jetzt zwar eigentlich nicht vorgehabt, den so zu zerstören, aber wir nehmen, was wir kriegen können momentan. Erstmal reparieren wir in aller Seelenruhe. Der explodiert schon von ganz alleine, wenn er sich Mühe gibt. Seht ihr? Ganz leicht. Wir brauchen Tickets. Noch 2 Tickets brauchen wir. Kohle haben wir dafür genug. Dass ein Gewehr so... Na gut, das ist kein Gewehr, das ist eine Kanone. Dass eine Maschinenkanone so viel Rückstoß hat, um einen vorwärts vom Bildschirm zu drängen. Das ist natürlich schon heftiges Gemüse. Egal, auch so machen wir unseren Schnitt. Gims AAs, wir brauchen Tickets! Und zwar dringend. Ich wäre ja gerne zum Waffenworkshop gefahren. Okay, dann lieber so. Da waren wir gerade. Komm, zurück. Warum kein Presslufthammer? Sag mir, warum nicht? Geld dafür hätten wir auf jeden Fall. Reparatur brauchen wir nicht. Das ist dann billiger, wenn wir es selber machen. Ja, Tickets gibt's keine. Tickets. Oder die beiden müssen irgendwie im letzten Level abschmieren, aber... Okay, ein Panzer ist nicht gut. Da hat uns dieses gepanzerte Fahrzeug tatsächlich ausgeholfen. Komm, endlich. So kriegen wir nämlich überhaupt kein Geld dafür. Tickets, wir brauchen mehr Tickets. Ein bisschen Geld kann natürlich auch nicht schaden, ne? Aber... auszuweichen, du Feigling. Endlich. Ah.
genau. Metzelt euch alle gegenseitig. Denn auch dafür bekommen wir effektiv gesehen Geld. Und zwar nicht gerade wenig. Das war knapp. Komm schon, Shop, Tickets, bitte. So einen guten Lauf hat man nur selten. Wir nehmen den längeren. Warum können wir nicht einen Wagen mit so vielen Spinnern haben? Warum können wir keinen Nerd mitnehmen? Gut, geldmäßig sind wir hervorragend dabei. Russisches Roulette. Naja, es ist ein Kilometer mehr. Nein, wir spielen nicht mit. Der Presslufthammer hat wenigstens einen coolen Sound, muss ich mal zugeben. So, fahr noch schön weiter. Immer noch keine Tickets. Das gibt's doch nicht. Da nützen uns auch die überhaupt nichts. Ja, schön, brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind Tickets. Ansonsten ist die Sache nämlich so oder so gelaufen. So, der Timer sagt, wir sind durch, aber die letzten paar Kilometer machen wir noch. Oh,
Weil all unser Geld wird uns nichts nützen, wenn wir ohne Ticket beim Konzert ankommen. Und wir können die nicht auf dem letzten Meter noch rausschmeißen. Ah, okay, diesmal von der anderen Seite. Wenn wir wenigstens die zwei durchbekämen. Mist, verdammter. Wenn wir wenigstens die zwei durch hätten. Das Schlimme ist, wir schaffen das was. War wahrscheinlich ein Grafikglitch. Weil den Boss kenne ich. Das Bewegungsmuster kriege ich hin. Das überleben wir. Vor allem mit der Kombination. Aber verdammt, hätten wir drin. Jungs, könnt ihr nicht tot umfallen? Der Schaden ist eigentlich irrelevant. Denn dafür haben wir so viel Geld dabei. Das können wir ganz locker verknusen. Die paar Treffer sind nicht wirklich wild. Aber das wird zum einen ewig dauern und zum anderen, wir wissen ja jetzt schon, dass es nichts bringt. Denn den Bus dürfen wir nachher auch nicht mehr behalten. Wie gesagt, den Schaden stecken wir locker weg. Das ist nicht das Problem. Naja, von dem nicht gerade, aber... Ja, die haben sich schon drum gekümmert. Und trotzdem, Mensch, wir hätten noch zwei Tickets gebraucht. Hölle. Guess what? I died
and never made it to the concert. Guess what again? The dudes I picked up on the way made it to the show, but forgot their tickets. Guess what's worse than being dead? Being a fucking idiot like those guys. I'd roll over in my grave, but there ain't enough room. Was ist denn mit den Zweien, die die Tickets hatten? What's in a name? Was haben wir denn an Fahrzeugen übrig? Ja, das Ärgerliche ist halt die, die wir jetzt gehabt haben würden. Na gut. Versuchen wir mit dem Raketenwerfer. Oder mit unserem eigenen Harvester. Wäre natürlich auch eine gute Idee. Egal, wisst ihr was? Wir machen es aber auf jeden Fall beim nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein Vergnügen, auch wenn wir unsere fucking Tickets vergessen haben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Denkt dran, ich habe noch 2 Keys zu verlosen. E-Mail an evilgrin.letsplays@web.de. Ja, Betreff Folge 1000. Euer Namen, ob ihr genannt werden wollt, den Steam-Account, zu dem es geschickt werden soll. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr bei der 1000. Folge mit dabei und kriegt ein Gratis-Game. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!